Narzissmus ist ja zu einem Schwerpunkt in der Paarsynthese geworden. Du hast ein Buch dazu geschrieben. Ich muss es mal gerade rausholen. Es hat sich ganz unten versteckt. Liebe deinen Partner wie dich selbst. Ja. Wege für Paare aus narzisstischen Krisen. Die narzisstische Paardynamik. Wichtig ist hier, dass es nicht um die klinische Form der narzisstischen Persönlichkeitsstörung geht, sondern es geht um narzisstische Anteile. Paarbeziehung, Liebesbeziehung an sich ist ein narzisstisches Geschehen. Möchtest du es erläutern weiter? Zunächst mal. Das ist letzten Endes akut das größte Thema, finde ich, überhaupt in der Paartherapie. Aber nicht nur in der Paartherapie, sondern eben auch in unserer Ja. Gesellschaft. Diese Selbstoptimierung, die so kommerziell betrieben wird, und auch in der Politik. Wenn wir um uns blicken, sind die meisten Regierenden dieser Welt sehr, sehr narzisstisch. Und es ist ein großes Thema. Wie können Paare sich aus dieser narzisstischen Falle befreien? Tatsächlich habe ich dieses Buch auch erst geschrieben, da war ich schon 30 Jahre tätig, glaube ich. Ja, wir kannten uns schon lange, wir haben viel diskutiert Und es war nötig, darüber. dass ich meinen eigenen Narzissmus kritisch unter die Lupe nehme, überhaupt erkenne. Und wie ich heute glaube, dass gerade therapeutische Berufe, wie alle Sozialberufe, Pastoren, Mediziner, sind ungeheuer narzisstisch belastete Berufe. Und natürlich kommt man sich als Therapeut sehr gut vor, weil die Leute mit ihrem Kummer zu uns kommen. Es gibt Selbstwertzufuhr, wie du genannt hast, auch bei Pastoren, Medizinern und so weiter. Aber auch in Und anderen Berufen. so spielt dieses Thema in der Liebe eine große Rolle, weil es, wie du sagst, Selbstwertzufuhr gibt. Die Liebe ist, glaube ich, das größte Moment der Ja. Selbstwertzufuhr. Narzissmus entsteht ja schon im Säugling, im Glanz der elterlichen Augen, Der gesunde Narzissmus. Kohut. wie Kohut so schön geschrieben Herr hat. Kohut spricht von den mütterlichen Augen als Analytiker, aber wir sagen elterlichen Augen, weil wir Ja. schon auch die Wichtigkeit des Vaters sehen. In diesen Augen erkennt der Säugling, dass er geliebt wird, in dem Glanz dieser elterlichen Augen. Er spiegelt sich. Er spürt, dass er wertvoll ist. Genau. Der Säugling erfährt, ich bin jemand, da kümmert sich jemand um mich. Ich bin wichtig für diese Menschen. Und sowas wiederholt sich, das fast in identischer Weise mit dem Liebespartner. Deshalb ist eine Liebesbeziehung auch gefährdet, weil wir uns immer wieder gefährdet oder so schwer zu führen, weil wir uns ja öffnen im Grunde wie Säuglinge. Der andere gibt uns seine Zuwendung und seine Augen leuchten und ich öffne mich, strecke mich, dehne mich im Genau. Vertrauen darauf, dass du mich wertschätzt, hochachtest, würdigst. Die Liebe gibt uns Menschen die Würde. Und dieses narzisstische Thema ist also Grundthema in jeder Paarbeziehung. Es ist auch ein Genau. gesundes, ein gutes, und das will ich vorneweg so deutlich betonen. Es gibt einen gesunden Narzissmus. Freud hat darüber ja viel, viel gearbeitet und hat das den primären Narzissmus genannt, dass jeder Mensch auch seine Selbstliebe braucht. Ja, wir sagen ja in der Paarsynthese, es gibt im Grunde drei Liebesbeziehungen. Die erste Liebesbeziehung ist die zu den Eltern. Die zweite Liebesbeziehung, die dann aus dieser Beziehung wachsen kann, ist die zu mir selbst. Und die dritte Liebesbeziehung ist dann die zur Partnerin, zum Partner. Und die hängen deshalb eng zusammen. So wie ich mich spiegeln kann im Glanz der elterlichen Augen, auch ohne Worte, einfach nur mich sehe. Du Spielen hast wir es uns. wunderbar
eben beschrieben, ja. So spiegeln wir uns gegenseitig. Dafür danke ich dir. Ja, nun ist es natürlich so, du hast gesagt, ich öffne mich so in der Liebe, wie ich es als Kind auch schon gemacht habe und möchte mehr von deinem spiegeln. Und dann plötzlich, weil du bist ja auch mit deinem Problem belastet und behaftet, kommt ein Querschläger und er trifft mich in diesem geöffneten Zustand. Zack, wird meine alte Kinderwunde angetriggert und ich verschließe mich wieder. Werde wütend oder aufbrausend oder. Also werde ich genau mit meiner mitgebrachten narzisstischen Wunde konfrontiert. Die wird aktualisiert durch die Paarbeziehung. Das geht gar nicht anders. Das passiert in jeder Liebesbeziehung. Es gibt eine schlechte und eine gute Botschaft dabei. Die schlechte Botschaft ist, wir können uns unendlich verstricken, weil jeder Trigger löst heftigsten Streit, Kränkungswut oder schmollenden Rückzug. Also eine hohe Kränkungsbereitschaft ist verbunden mit dieser narzisstischen Prägung aus. Die gute Nachricht ist, wir werden auf unsere alten Muster hingewiesen. Wir können daran arbeiten, die können heilen und ich kann erwachsener in den Dialog mit dir gehen. Frei, annähernd frei, ganz wird das wohl nie gehen, aber annähernd frei von den alten Verstrickungen, die ich mitgebracht habe aus meiner Lebensgeschichte. Also es gilt ja in diesem narzisstischen Thema, die Eigenliebe und die Partnerliebe in ein Gleichgewicht zu bringen. Genau. In einen lebendigen Austausch. Und da kommt es wieder zum Austausch. Ich kann nicht mich damit zufrieden geben, möglichst von dir geliebt zu werden. Genau. Ich kann nicht dich ausbeuten mit deinen Gefühlen und deiner Zuwendung, sondern du brauchst auch zurück von mir. Du brauchst natürlich auch meine Zuwendung. Dieser ewige Kreislauf oder Austausch ist die Voraussetzung für das Gedeihen von Liebe. Leider kommen wir ja nun selten ungeschoren in das Erwachsenenalter, seelisch ungeschoren, sondern wir bringen in der Regel das verletzte Kind, viele, sagen wir, Kränkungen doch mit. Ja. Und diese Kränkungen bedeuten nun ja im narzisstischen Empfinden eine Verletzung der Eigenliebe. Und bei vielen Menschen ist das übersteigert inzwischen und um das Loch an Eigenliebe zu decken oder die Leere in sich zu füllen, weil die kein Urvertrauen erworben haben, brauchen sie den anderen, den Partner. Der sekundäre Narzissmus, also der destruktive, zerstörerische Narzissmus, besteht darin, dass die Partner einander oder ich dich als das verlängerte Selbst von mir verwende, ausbeute. Du dienst letzten Endes deinem Selbstwert. Meiner Optimierung, meiner Selbstoptimierung. Und ich warte nur darauf, dass ich von dir befriedigt werde. Das ist natürlich eine Einbahnstraße und sehr einseitig. Und so eine Beziehung kann nicht gelingen. Und das spielt sich häufig im Sexualleben ab, weil das jeweils die größte Selbstwertzufuhr ist in meiner männlichen oder weiblichen Identität, wenn ich dort abgeholt werde. Sie ist ja auch die intimste Verbindung, aber sie führt halt häufig zur Ausbeutung. Ich brauche dich, um mich in meiner Männlichkeit bestätigt zu sehen. Das sind dann auch Menschen, die natürlich im Beruf viel arbeiten, sich dort Bestätigung holen, wie ein Pastor, der das Telefon im Ehebett stehen hatte und selbst wenn er mit seiner Frau gerade beim Geschlechtsverkehr war, den Hörer abgehoben hat und in die Gemeinde geeilt ist. Der Gynäkologe, der eine Patientin in der Klinik entbunden hat, während seine eigene Frau zu Hause entbunden hat. Also das ist dann eine narzisstische Bedürftigkeit, dass derjenige nur angeblich zwar für andere sorgt, für die Frau aus der Gemeinde, für die Patientin, aber er tut es ja für Fremde und nicht für seine eigene Frau. Und er tut es eigentlich für sich. Also es ist ja leichter für viele Menschen, zur Arbeit zu gehen, als Beziehung zu führen. Beziehung zu führen
Arbeiten ist leichter als lieben. Ja, natürlich. Stimmt, ja. Ja, sicher. Ja. Und wenn eben dann diese innere Bedürftigkeit, diese Sucht ist das ja schon, nach Zuwendung, Anerkennung, geliebt werden, wenn die nicht täglich erfüllt wird, dann gibt es eben in der Regel Ärger zu Hause. Und so Menschen sind leicht kränkbar, sehr schnell kränkbar. Die Kränkungsbereitschaft im Narzissmus ist besonders groß, deswegen sprechen wir von der narzisstischen Falle auch. Es wird dann wie ein Minenfeld manchmal. Es darf nicht mal eine Augenbraue gehoben werden oder kein falsches Wort gesagt werden, schon ist der andere gekränkt, ist beleidigt, zieht sich auch in aggressivem Schweigen tagelang zurück. Tagelang, auch heutzutage. Eine Woche Schweigen oder neulich hat ein Paar berichtet, 3 Wochen haben sie kein Wort miteinander geredet, ist schon ein heftiges Kränkungsmuster. Und diese Kränkungsmuster müssen wir ja in der Arbeit besonders aufspüren, angehen. Dafür haben wir auch eine Folie, nämlich die typischen paardynamischen Abwehr- und Widerstandsmechanismen. Die wurden ja oder werden kaum von anderen Methoden so Paartherapien behandelt. Das ist speziell in der Paarsynthese, dass wir die wichtigsten Kränkungsmechanismen zusammengetragen haben. Und das ist also nicht zu verwechseln mit der psychoanalytischen Verstehen von Abwehr und Widerstand. Das passiert in der Therapeuten-Klienten-Beziehung. Ja. Widerstand gegen den Therapeuten. Wir haben dieses Modell ja übertragen auf die Paarbeziehung. Und im Wesentlichen sind das hier die Demütigung. Ein Narzisst neigt dazu, andere zu entwerten, um sich selbst aufzuwerten. Ja. Das kann in bösen Bemerkungen, in zynischen Bemerkungen stattfinden, das kann in verächtlichem Blick und so weiter stattfinden. Manche Narzissten sind geneigt, Macht auszuüben und den anderen zu unterwerfen. Es ist halt wichtig, das zu erkennen. Oder sie weisen ständig Schuld zu. Du bist schuld, dass ich. Es kommt auch zur Verweigerung, zur Zerstörung. Alle diese Kriterien deuten dann auf eine narzisstische Störung hin, die der Partner kennen muss. Wir müssen dann die mühsam herausarbeiten, diese Muster, um letzten Endes einen Weg zu finden, sie zu erkennen, sie zu benennen, sich zu bekennen dafür. Und schließlich um Verzeihung zu bitten, was ich dir damit antue. Also wir lehren die Narzissten auch zu erkennen, was füge ich eigentlich dem Partner für einen Schaden zu, indem ich immer bemüht bin, mich ins rechte Licht zu stellen. Wir haben ja die 5.